und heute wird euch das Programm präsentiert von Pinky Haarschleifchen. Rosa Haarschleifchen? Mir ist schlecht. Oh, schade, dass ich keine Haare habe. Jetzt geht's los, hier ist Chili TV. Mit Spaß und Action, aber ganz genau. Denn nur wenn's richtig fetzt und kracht, haben wir unseren Job echt gut gemacht. Chili TV. Es war ein weiterer schwüler Tag in Big City. Aber vielleicht sollte ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Brot. Bernd Brot. Privatdetektiv. Oder Schnüffler, wie manche sagen. Oder auch alberner Kastenkopf, wie Lothar Leubner in der 6. Klasse immer gesagt hat. Ich hasse ihn. Aber wo war ich? Ach so, ja. Privatdetektiv, genau. Mein letzter Auftrag ist schon eine Weile her. Eigentlich ganz gut. Ich will meine Ruhe. Deswegen habe ich auch die Klingel abgestellt und die Tür vernagelt. Aufträge führen immer nur zu Problemen. Leider scheinen die Probleme mich zu suchen. Bernd Brot? Ja? Finden Sie Horst Gimpel. Und warum? Moment. Hallo. Moment, ich, hallo, ich, Ich hatte also wieder einen Auftrag. Mist. Die Lady hatte sogar im Voraus bezahlt. Also wusste ich, was zu tun war. Ich wusste es sogar sehr genau. Ich ließ alles stehen und liegen, änderte meinen Namen in Herr Wu und gab vor, Glückskekse in Chinatown zu verkaufen. Was geht mich der blöde Auftrag an? Bernd Brot? Was? Nein, ich, Herr Wu, verkaufe Glückskekse. Glückskekse, Glückskekse, esst, solange sie noch glücklich sind. Finden Sie Horst Gimpel. Es half nichts. Ich hatte immer noch denselben Auftrag. Mist. Wenn man einen Auftrag hat, braucht man zuallererst eine heiße Spur oder einen kühlen Drink. In meinem Fall war das eine lauwarme Mehlsuppe mit Strohhalm und Schirmchen in Sam's Bar. Das übliche, Sam. Und für mich ein Glas Milch mit einem Spritzer Chili. Und ich hätte gerne einen doppelten Ingwer-Mango-Shake und spar mir nicht mit dem Ingwer, Sam. Hallo, Bernd Brot! In Sams Bar gab es nicht nur die beste lauwarme Mehlsuppe mit Strohhalm und Schirmchen, sondern man konnte sicher auch ein paar Freunde treffen. Oder so etwas Ähnliches. Chili Scharf arbeitete als Reporterin für die Big City News. Immer auf der Suche nach der ganz großen Story und den besten Bildern. Ihr war kein Eisen zu heiß und keine Frage zu unbequem. Das brachte sie häufig in Schwierigkeiten. Jetzt bräuchte ich bitte nur noch euren Namen für den Bericht in der Zeitung. Riegel Busch dagegen war der Beste seines Jahrgangs auf der FBI Academy. Er war der beste Spurenleser, immer bestrebt, die gängigen Untersuchungsmethoden zu modernisieren und zu verbessern. Leider stießen seine Vorschläge bei den Vorgesetzten oft auf taube Ohren. Meistens dann, wenn wieder ein Beweisstück in die Luft geflogen war.
Denken Sie daran, Bernd Brot. Sie haben einen Auftrag. Finden Sie Horst Gimpel. Du hast einen Auftrag, Bernd? Hört sich spannend an. Wir helfen dir. Ich hatte also einen Auftrag. Und Partner. Oberdoppelriesenmist. In Sams Bar gab es, wie gesagt, die beste lauwarme Mehlsuppe mit Strohhalm und Schirmchen. Aber man konnte auch Informationen bekommen. Nur halt ohne Schirmchen. Das ist Higgins, mein Informant. Der kennt alles und jeden in Big City. Bestell ihm einen Drink. Sam, einen Drink für Mr. Higgins. Der gute Higgins brauchte immer erst einen Drink, damit sich seine Zunge löste. Leider vertrug Higgins so viel Drinks wie eine magenkranke Seeschwalbe. Auf der Reeperbahn, ach, so mein Bein. Und seine Zunge war danach etwas zugelöst. Mist. Tja, da war ich wieder am Anfang. Wo zum Henker war Horst Gimpel? Wer zum Henker war Horst Gimpel? Oder sind wir nicht alle ein bisschen Horst Gimpel? Was rede ich da? Na, egal. Der Busch hatte die Idee, die Sache logisch anzugehen. Er rief einfach alle Leute in Big City an, die Gimpel hießen. Ich hatte einen Auftrag. Und Partner. Und eine Telefonrechnung von $1,000. Giga-Ober-Doppelriesenmist. Doch es gab plötzlich eine heiße Spur. So, hier ist es. Irgendwo hier muss er sein. Und woher weißt du das? Tja, gründliche Recherche, mein Lieber. Frau Helmine Gimpel, eine entfernte Cousine von Horst Gimpel, hat gesagt, dass sie ihn hier gesehen hat. Allerdings könnte es auch ein großes Ozelot gewesen sein. Sie war sich nicht ganz sicher. Sie ist ja nicht mehr die Jüngste und ihre Augen nicht mehr die besten. Was ist, wenn er nicht gefunden werden möchte? Das haben Leute, die untertauchen, so an sich. Lass mich nur machen. Hey, ich hab hier eine Sardellenpizza für Horst Gimpel. Mit extra Käse. Okay. So. Hier. Ich bin Horst Gimpel. Sardellenpizza mit extra Käse kann niemand widerstehen. Hab ich dich. Jetzt bist du damit suchen. Oh. Aber ich krieg diesmal den Schleier. Okay, da. Oh, was? Leute, gibt's was? Aber wir haben ihn gefunden. Egal, gehen wir. Ja, stimmt. Wieder ein Fall bei den Akten. Das Geld für den Job reichte nach Abzug der Telefonrechnung gerade noch für den Bus nach Hause. Und für Hammer und Nägel, um meine Türe zu verrammeln. Ich habe echt den falschen Job. Mist. Mit Karion Eberschall rasen wir jetzt quer durchs All. Taus 2, Kriege 4, vor uns war noch niemand hier. Dahin zu gehen, wo noch niemand war. Schnallt euch an, wir sind fast dahin. Sternzeit 1, 2, 3, ganz viele. Wir sind unterwegs in geheimer Mission auf dem Planeten Aga Aga 3. Wir sollen in Kontakt mit dem Sternenbund-Agenten Phantom treten und einen Mikrofilm in Empfang nehmen. Lieutenant Chili, Mr. Brot, hier sind wir richtig. Ausgerechnet.
ausgerechnet hier soll sich das Phantom aufhalten. Ager Ager 3, Raumhafen. Nirgends wirst du so viel Gesindel auf einem Haufen versammelt finden. Dieser Planet ist das Auffangbecken für jeden dreckigen Piraten, Kopfgeldjäger und Banditen dieses Teils der Milchstraße. Wir müssen vorsichtig sein, uns unauffällig unter dem Abschaum der Galaxis bewegen. Bei allem Respekt, Sir. Aber für den Anfang würde es schon reichen, wenn Sie aufhörten, laut in Ihr Dingsbums da zu quatschen. Dass Sie die Klasse aufregen müssen! Hilfe! 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 Irgendwie haben Sie spitz gekriegt, dass wir vom Sternenbund sind. Wir werden uns tarnen müssen, um das Phantom zu finden. Lieutenant Chili hat schon eine Idee. Kommen Sie, Mr. Brot. Gleich. Frage: Wer ist der größere Depp? Der Depp oder der Oberdepp, der den Deppen folgt? Die Mission stellt sich schwieriger heraus als zuerst gedacht. Wir müssen noch vorsichtiger an die Sache herangehen. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, schickt einfach das Brot. Das Brot wird die Kartoffeln schon aus dem Feuer holen. Mr. Brot, Ihre Mission. Nehmen Sie Kontakt mit dem Phantom auf. Unauffällig. Sollten Sie oder Ihr Team bei einem Versuch gefangen oder zerstrahlt werden, wird der Sternenbund jegliche Kenntnis über diese Mission leugnen. Viel Glück, Mr. Brot. Wird sich diese Nachricht in 5 Sekunden selbst zerstören? Genau. Mein Name ist Lloyd Six. Was darf ich Ihnen bringen? Lauwarmes Wasser. Und einige Informationen. Sofort, Sir. Hier ist Ihr Glas Wasser, Sir. Und hier sind Ihre Informationen. Wir mögen hier keine Schnüffler. Der Drink geht aufs Haus, Sir. Ich hasse Außenmissionen. Was? Er sagt, dass Sie nicht gefallen, Sir. Er findet Sie zu kastig, Sir. Wie? Er sagt, Sie sollten vorsichtig sein, Sir. Er wird auf 10 Planeten als Schwerverbrecher gesucht, Sir. Ich bin schon vorsichtig. Weg sind Sie gleich, Sir. Mr. Brot, wie läuft's denn so? Super, toll, einfach spitze. Ich habe schon viele neue Freunde gewonnen. Mr. Brot, Sie sind dort nicht, um Ferien zu machen. Erfüllen Sie Ihre Mission. Achso, und diese Nachricht zerstört sich natürlich in 5 Sekunden. Tschüss. Ich weiß. Jetzt reicht's. Ich bin Experte für höchst langweilige Gesteinsformationen. Ich wollte nie auf irgendwelche Geheimmissionen. Ich wollte nie dahin, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ich wollte keine fremden Planeten besuchen und auch keine neuen Zivilisationen kennenlernen. Puh. Ich hatte heute einen sehr miesen Tag. Also,
Hat noch jemand Lust, sich mit mir anzulegen? Aber es war ein klasse Auftritt. Sag mal, du bist nicht zufällig von der USS Bumblebee Bush, oder? Ja. Leider. Hey, dann kann ich mir ja meine Tarnung sparen. Phantom, Horst Phantom, ich bin der lokale Geheimspion hier. Sag mal, ich warte den ganzen Tag schon auf dich. Da drüben im Straßencafé, hättest du ja mal anrufen können. Ja. Ach ja, hier ist der Mikrofilm. Okay, viel Spaß damit, ne? Schönen Tag noch. Ach ja, übrigens, der zerstört sich in 5 Sekunden selbst, ne? Ciao. Mr. Brot, was machen Sie denn hier draußen? Man kann sich wirklich nicht auf Sie verlassen. Lieutenant Chili, kommen Sie, wir werden diese Mission jetzt zu Ende führen. Das gibt's doch nicht. Und ein Hurra auf den Sternenbund. Mist. Was lest ihr da? Hallo? Hallo. Koch! Wo bleibt meine Mehlsuppe? Tut mir leid, nur für Mitarbeiter. Koch! Was denn noch? Es gibt hier auf diesem Sender eine Sendung, die heißt Tolle Sachen. Und in dieser Sendung gibt es ein Schaf. Doch, kenn ich. Super gut. Ich gucke jeden Tag. Außerdem gibt es da einen bekloppten Busch. Ja, das grüne Dinge. Super. Kenn ich. Ja, und in eben dieser Sendung gibt es auch ein Brot. Ein was? Ein Brot. Und dieses Brot ist das bin... was zum Verkaufen oder wie? Nein, als Testkandidat. Und dieses Brot... als Testkandidat, ein Brot. Hast du gehört, was der Kassenkopf hat gesagt? Also. Nee, aber pass mal auf. Ist eigentlich nur für Mitarbeiter, aber für dich 2,50 €. Okay. Super. Herr Regisseur, ich habe gehört, dass heute Nachmittag hier im Studio die Volksmusiksendung Jodeljups Wadelstadel aufgezeichnet wird. Und da dachte ich, warum die Show nicht ein bisschen aufpeppen? Ich hätte da nämlich einen Stunt mit ganz wenig Dynamit. Das wäre doch echt ein Highlight. Volksmusik und der hochexplosive Schaf auf Dampfwalze mit Raketenantriebsstunt. Ich habe auch schon alles vorbereitet. Los, schlagen Sie schon ein. Ein Nein wird nicht akzeptiert. Rosa! Ich hab's angefasst! Ich muss mich duschen! Mach's weg! Das hat geklappt. Rosa klappt immer. Buschig! Rotig! Chili scharf! Wenn man das einfach mal so sagen darf! Sind wir drei und das ist ja wohl klar! Unsere Abenteuer sind 1A in Prima! Jetzt ist alles absolut sicher! Wo Chili und Bernd nur so lang bleiben? Naja, ich probiere einfach nochmal meine Notfallfluchtrolle aus! Das ist ein prima Stück! So, Achtung! Yep. Hä? Er hätte sich ja wenigstens ein kleines Stück bewegen können! Dabei ist der eine Tank voll mit... hochexplosiven Flugbenzin und der andere läuft mit Wasserstoff schon fast über. So ein Mist. Da sind sie! Die erste Gelegenheit, meine Hochsicherheits-Videoklingel auszuprobieren. Da ist der Priegel. Jip. Chili, wie kommst du denn so nah an die Kamera ran?
auf Bernd gestellt. Ja, toll. Was? Hey, nun wackel nicht so. Ich mach die Tür auf. Ich komme. Berndi, du sollst nicht immer so trödeln. Aber ich hab doch zu kurz... Schaf, warum hast du das getan? Diese Bowlingkugel war für meinen Kopf bestimmt. Mein Schicksal wird darüber sehr wütend sein. Ja, ja, die Bowlingkugel. Sie ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner neuesten Erfindung. Leg sie doch bitte mal da drüben auf den Tisch, Chili, ja? Okay. Und Vorsicht mit dem Motorroller dort. Er ist hochsensibel und er kann jeden Moment in die Luft fliegen. Ach, wie schön. So, und was ist jetzt deine neue Erfindung, Briegel? Ein Motorroller zum Umkegeln? Falsche Frage, Schaf. Das klingt ja, als würden wir es wirklich wissen wollen. Heute gibt es etwas ganz Neues zu bewundern. Es ist mein Security-Wohnungsblocksystem inklusive Hochsicherheits-Videoklinge und Notfall-Fluchtroller. Das klingt ja spannend. Klingt fürchterlich. Und was macht dein Security... Dings? Mein Security-Wohnungsblocksystem sichert meine Wohnung gegen Einbrecher. Ein Knopfdruck und die Wohnung ist hermetisch abgeschlossen. Wow, cool! Hermetisch abgeschlossen? Tja, ich schlage vor, wir testen das Ganze jetzt mal. Chili, du bist der Einbrecher. Klasse! Ich werde wie James Bond in die Wohnung schleichen, die Pläne des Security-Wohnungsblocksystems klauen und wieder verschwinden, ohne dass mich jemand bemerkt. Mit Chili Power! Moment! Aber genau das wird mein Security-Wohnungsblocksystem verhindern, wenn es von Briegel rechtzeitig eingeschaltet wird. Aber Busch, du bist doch Briegel. Nein, nein, du wirst Briegel sein. Was? Yippie! Lapp. So, ganz einfach. Du spielst mich und schaltest das System ein, während ich seine Funktionstüchtigkeit überprüfe. Man spielt nicht mit Lebensmitteln. Ja, ja. So, und hier ist der Plan. Sie, also Chili, geht raus. Sobald Briegel, also du Bernd, also ich, dich, also sie auf dem Monitor sieht, also siehst, dann drückst du, also ich, er, also du drückst diesen Knopf da drüben. Ganz simpel. Moment. So. Briegel, ich bin doch noch gar nicht draußen. Ups, naja, ich muss ja nur das System wieder abschalten und dann fangen wir nochmal von vorne an. So, war's das, ja? Gut, dann nehmt mir jetzt bitte die Blumen vom Kopf. Wartet mal, ich mach das schon. Sag mal, ist das jetzt richtig, dass die Tür nicht aufgeht? Was? Ja, nein, natürlich geht sie nicht auf. Moment! Das kann nicht sein! Und doch ist es so, weil es jedes Mal so ist. Wir sind eingesperrt! Wir sind eingesperrt? Wir sind eingesperrt. Lasst mich überlegen. Ja, genau. Wir werden alle sterben, verhungern, verdursten, ersticken. Die Luft hier im Raum reicht höchstens für 3 Wochen. Ach was, wir machen ganz einfach das Fenster auf. Dann nein, nein, das wird nicht gehen. Chili, die Riegel an den Fenstern sind 4-fach auf 8-fach mal 1000 Stahlbeton-Titan verriegelt. Was auch sonst. Und, wenn du schnell sowas wie einen Glaswegmacher erfindest und vielleicht auch so einen Türwegmacher, dann bleiben die Riegel zu und ich komme trotzdem raus. Einen Glaswegmacher, einen Türwegmacher, also einen Glas- und Türneutralisator, ja? Ja.
Das stellst du dir ein bisschen sehr, sehr einfach vor, meine Liebe. Wenn man Glas und Türen neutralisieren will, braucht man erst einmal eine Idee und eine Formel. So. Dann 2,5 Kubikmeter Hebel, Schalter, Platinen, Lämpchen, die wild blinken, atomschweres Plutonium, dann Entmaterialisierungsfolie, 18 Rollen Klebeband, 400 Einweggummis, 3078 Haarspangen, 15 Kühlschränke, 2 Schreckschrauber, 34 Betonmischer, 48 Dosenöffner und außerdem 24 Platinen, die im Halbkreis geschaltet sind, zu einer Induxflugschleife. Das ist hochsicheres Supraflexglas und Stahlbeton mit Titanarmierung in den Türen. Das kann man nicht so einfach wegmachen. Ich dachte ja nur, ich wollte dir ja nur helfen. Ja, ja, das Glas wegmachen, wenn ich das schon höre, Chili. Das ist nicht so einfach. Naja, das konnte ich ja nicht ahnen, Briegel. Ich dachte, weil du sonst doch immer so schnell bist, dass du das ganz schnell hingebriegelt bekommst. Weil nämlich normalerweise ist das ja... Wasserstofftank. Supraflexglas. Flugzeugbenzin. Türe. So geht's natürlich auch. Tolle Idee, Bernd. Schicksal, Bernd. Super Idee, Berndi. Schon okay, Briegel. Vielleicht musst du da noch mal ran an deinen Security-Wohnungsdings. Melde dich, wenn du mal wieder Hilfe brauchst, okay? Bis dann. Und die Moral von der Geschichte? Rübenbrei? So, na dann werde ich das nochmal überprüfen. Wo ist denn mein Akkuschrauber? So, da muss ich nochmal ran. So. Neue Fenster? Neue Türen? Ach du Schreck! Bernd! Chili! Ich bin wieder eingesperrt! Das darf nicht wahr sein! Mist! Ich bin Bernd, will keinen Applaus, will nur eins, und zwar hier raus. Gleich macht's bumm, ich sag mal au, mein Leben ist die Hölle in. Und nun das Wetter mit Bernd dem Brot. Habe ich euch eigentlich schon mal gesagt, dass ich euch alle hasse? Mehrmals, Bernd. Und jetzt los. Ach. Hallo zum Wetter, bla 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 bla. Heute gibt es wohl Gewitter irgendwo da oben, aber meine Arme sind ja zu kurz, um an dieser Tafel etwas zu zeigen. Also, wenn es dann gewittert es... da... seht ihr da oben... hier. Toll. Was? Kann ich jetzt gehen? Nein, erst die Bauernregel. Ich hasse dich. Also, bei Gewitter denkt immer an diesen albernen Spruch. Buchen sollst du suchen und Eichen sollst du weichen. Wer's glaubt. Das war's für heute. Aber nicht traurig sein, wir kommen ja wieder. Nächste Woche sind wir wieder da. Und zwar mit einer super Geschichte und mit Chili Power! Apropos Chili Power, hab ich euch schon von meinem neuen Stunt erzählt? Also, stellt euch mal Folgendes vor. Einen brennenden Laster, 1000 Meter Autobahn voller Krokodile und einen Clown mit einem Sack voller Wiesel auf einem motorisierten Einrad. Ich schwinge also an einem Seil quer rüber, um dann... Oh, die Zeit ist um. Also, nächste Woche einschalten, da kommt was ganz Tolles, so mit Abenteuern und so. Okay, bis dann, tschüss!